So, hoch. Dann nach rechts. Das ist auch ein bisschen albern, dass sie hier extra nochmal diese Kriechpassage eingebaut haben. Hätte man sich eigentlich da unten das Gitter sparen können und das wäre es dann gewesen. Es hätte noch besser funktioniert. So, rückwärts laufen. Es hätte zumindest ein wenig Zeit gespart, weil, naja, so wirklich wertvoll ist dieses Rumgekrieche jetzt auch nicht an dieser Stelle. So. Ich hoffe sehr, dass das funktioniert. Genau, hier kann ich jetzt hoch. Hier kann ich fast hoch. Da kann ich hoch. Hepp. Schön gemacht. Gut abgehangen, das Ganze hier. War das eine neue Ratte? Das heißt eine neue. Ich war, glaube ich, dann noch gar nicht hin, ne? Nee. Da hatte ich mich ja hier gedrückt, das nochmal zu machen. So, liebe Ratte. Siehe deinem Tod ins Auge. Ich wüsste nicht, das hier müsste sehr gut funktionieren. Nope. Wie no? Hallo? Nix no. Du bist no. Was ist das jetzt hier für ein Quatsch? Oh. Gut, es ist auch keine Karte, ne? Aber trotzdem. Ich meine, hallo, der Hausmeister sollte ja mal überall hinkommen können. Das wäre sonst gemein. Das wäre sonst echt blöd. Gut, was haben wir sonst hier noch? Kann ich mir hier mal eine Karte ziehen? Nö. Türen, welche Türen öffnen können wir ja auch nicht. Irgendeinen anderen... Ach so, aha. Okay, ich glaube, wir müssen da in diesem Museumsbereich dahin. Das wäre eine andere Möglichkeit noch, die ich gerade mal sehe. Ansonsten lässt es durchaus nach mit den Möglichkeiten hier. Da müssen wir da unten hin. Na, ruf da. Na, nicht sprinten. Wie gesagt, nach links lenken geht leider nicht. Warum auch immer. Weil man muss ja auch nach vorne drücken und sprinten und dann halt noch die dritte Taste nach links. Ich weiß nicht, ob das das Spiel überfordert. Ich meine, es ist ja jetzt nicht wirklich schwierig. Weil nach rechts funktioniert es ja auch. Es sind ja auch drei Tasten. Oder vielleicht hat die nach rechts Taste einen wenigeren Anstrengungswert als die nach links Taste oder so. Man weiß es ja nicht. Plötzlich fängt das Feuer wieder an. Hier sollte aber auch niemand mehr sein. Ich hoffe mal, das klappt an der Stelle da. Mit dem Schlüssel. Ich vermute ja mal fast nicht. No. No. Hier auch nicht. No. Ja, was denn no? Hallo, was soll ich denn sonst machen hier? Mädel, jetzt überleg dir mal was. Ey, nicht immer hier immer Nein sagen. Was soll ich denn machen, ey? Ich will nicht schon wieder was nachschauen. Aber es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Das wird sehr schnell daraus hinauslaufen. Bis gleich. Ach, das ist jetzt ein blödes Spiel, ey. So, wir können wieder zurück dahin gehen, wo wir vorhin herkamen, weil ich habe... Ich habe ja gedacht, dass auf der rechten Seite hier, da wo wir gerade nicht sind, da hinten auf der rechten Seite, dass da nichts wirklich ist. Dass man da einfach nur runterfällt und auf beiden Seiten stirbt man. Anscheinend stimmt es nicht so ganz, sondern es gibt zwei verschiedene Signale an den Enden hier, das haben wir auch schon gesehen. Allerdings soll man bei dem einen Licht, bei dem nicht roten Licht, nicht sterben. Da kommt zwar auch eine Bahn, aber aus irgendeinem Grund auch immer kommt die langsamer als die andere oder halt irgendwie anders. Genau, hier das blaue Licht. Und ich hatte ja schon befürchtet, dass hier irgendwie eine... Genau, hier ist ein Gang. Das hatte ich nämlich sehr erfolgreich übersehen. Es sah seltsam aus, aber dass hier ein Gang ist, das habe ich nicht wirklich komplett gesehen. So, die Uzi, wo ist die Uzi? Uzi, ja. Kaputt. Auch kaputt. So, wunderbar. Was für eine schwere Geburt. Also London, ne, sag ich euch... Ist zwar schön und alles, aber verwirrend. Zumindest in diesem Spiel. In Wirklichkeit nicht ganz so viel. Trotzdem muss man auch erstmal schauen, wo man eigentlich lang geht und wo nicht. Warum willst du... Achso, da habe ich gerade für die Verantwortung getragen. Würde springen. Eine Kiste? Sind das hier Kisten?
Ist auf jeden Fall sehr dunkel. Hat der noch was dabei gehabt? Nö, anscheinend nicht. Da oben ist auch nichts drauf, wie ich das sehe hier. Hm. Okay, ganz viele Kisten zum Hochspringen. Wer denkt sich denn sowas aus hier? Immerhin, es gibt eine Vielzahl an Speicherpunkten hier gerade. Ist ja auch immerhin sehr, sehr großzügig. Muss man sagen, verständlicherweise braucht man da ein paar mehr von, weil ich glaube, so langsam, also die Schwierigkeit, also die haben schon ein bisschen mit da liegt jemand. Was wird das denn? Habe ich, die lag da eben auch schon? Okay. Okay. Na, oh, Lara. Lara! Direkt hier hoch kann man nicht, ne? Da links wahrscheinlich. Ja gut, das bringt mir aber nichts. Dann machen wir es nochmal so. Hier hinstellen. Hin und rapper. Wunderbar. Tja. Wie gesagt, die Schwierigkeit in diesem Spiel sind nicht die Gegnerkämpfe, sondern dass man einfach keine Ahnung hat, wo es denn lang geht. Meistens, also oft. Nicht immer. Manchmal ist es erkennbar. Da ist ein Schalter. Auch sehr schön versteckt. Hallo. Oh. Ob das schlecht war? Habe ich jetzt die Alarmanlage hier angemacht? Oh, ich glaube nicht, dass es gut war. Ich wollte mich drehen in der Luft, aber anscheinend nicht, nö. Das ist ja alles blöd, haben wir die Alarmanlage angemacht. Und da ist da unten... Warum ist da unten ein Schalter für die Alarmanlage? Oder soll das sogar... Soll man das wirklich anmachen? Oder ist das nur so ein Haha, du hast da drauf gedrückt, Schalter? Das wäre ja gemein. Also ja, voll fies. Hm, reg ich mich auf. Tja, statt mich aufzuregen, kletter ich mir lieber hoch. Ist eh viel sportlicher, aktiv hier. Was passiert, wenn ich da rüber... Ich möchte gerne nach hinten schauen. Oh ja. Da ist doch jemand. Hallo. Ah, Desert Eagle habe ich eh keinen Schuss für. Nein, die Uzzis habe ich bald auch keinen Schuss mehr für. So wie ich damit verschwenderisch hier bin. Na gut, wenn er da unten ist. Hallo? Aua! Was für eine Heldentat hier. Ah, ein kleines Minipack immerhin. Tja, was haben wir denn hier? Hier haben wir nichts. Auch nichts Verschiebbares. Ach, an der Decke hier hangeln. Ach, hör mir auf. Nicht schon wieder immer dieses Gehangele. Das geht immer ein bisschen zu weit. So, Hep. Immerhin hangeln sie mit Fackel in der Hand. Passt schon. Meine Güte, ey. Hier diese ganzen Wege. Das hat aufgehört. Das ist nur ein Licht, ne, da an der Seite. Sind das... Was sollen das sein? Sind das Zähne oder was sind das? Warte mal hier, ist das ein Bohrkopf? Hä? Soll denn noch weiter was gebohrt werden? Ich fall da einfach mal rein. Boah, wie fies. Ich vermute mal, man muss vor dem Bohrkopf da irgendwie runterkommen. Lebend am besten. Sonst wird das uncool. Also es ist tot darunter. Ich meine, ist wäre auch nett, aber es hilft nicht wirklich. Okay. Was ist das hier? Hoi, ich bin ja komplett im Eimer. Was ist das denn für eine Stelle, ey? Also wenn man davor nicht gespeichert hat, dann ist aber... Das ist aber ganz schlimm hier. Was ist das für eine Sache hier? Wer denkt sich sowas aus? Ja, ist ja nett hier. Andersrum. Nein, nicht so rum.
Ja, jetzt bin ich genauso dran wie vorher auch. Was ist das für ein Quatsch, ey? Ich meine, ist zwar cool hier so gemacht, dass man da eine Herausforderung hat, aber ich sag mal, das hilft mir gerade nicht unbedingt. Das ist das Blöde hier drin. Wenn ich das so runterfalle, ist nett. Ich bin immer falsch rum hier. Menno! Hä? Bin ich lebend? Ich lebe. Wenn auch nur schwach. Ha. Bin ich jetzt im Himmel? Ja, wahrscheinlich nicht. Der Himmel brennt nicht so doll. Was ist denn jetzt hier los, ey? Da, okay, ein Kristallchen ist da. Also das fand ich aber eine seltsame Stelle. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Ich bin nur ein bisschen rumgesprungen. Ich finde es ein bisschen komisch, dass man so viel Leben da verloren hat. Es soll wahrscheinlich nicht so sein. Da oben kann man lang anscheinend. Hier ist nur ein bisschen Wasser, damit man, falls man mal brennen sollte, sich erfrischen kann, glaube ich. Warum ist da hier ein Fackelzeugs? Ich weiß halt gerade nicht, wo ich hin muss. Hier nach oben geht es ein bisschen hin. Hier ist Feuer. Warum sollte ich denn nach oben hin? Mal so gesehen. Wo bin ich eigentlich überhaupt? Ich versuche mal auf der anderen Seite hier nochmal lang zu kommen. Weil hier auf der anderen Seite wäre ziemlich sinnlos. Boah, ich gucke trotzdem nochmal. Genau, hier war das Leben. Hier war der Kristall. Ich weiß nicht, muss ich runter oder muss ich hoch? Im Prinzip würde ich gerne oben bleiben. Weil es irgendwie cooler erscheint. Ein bisschen. Der Tier rutscht mal runter. Ein Medipack. Ist es das, was da ganz unten war? Ich glaube, den müssten wir doch... Ist das ganz unten hier? Okay, dann müssen wir doch nach oben. Das ist ja blöd. Müssen wir an dem Feuer vorbei? Wie soll denn das gehen, bitte? Okay, wir sind ganz unten, da wo wir vorhin so erfolgreich aufgeklatscht sind, mehrfach. Also schöne Knackgeräusche gemacht hat bei unserer guten Lara. Tja. Dann hat sich diese Reise ja nicht wirklich gelohnt. Das ist ja, also ich habe den Eindruck, wenn ich irgendwas falsch mache, dann aber auch richtig. Ne, dann renne ich immer an die falschen Stellen. Entdecke Sachen nicht, die entdeckt werden sollten, damit man weiterkommt. Es ist nicht unbedingt schön gerade, aber ich werde es weiterhin versuchen, natürlich. Während Lara uns ihren Hintern ins Gesicht hält. Immer wieder erfrischend. Und da unten war es, da unten noch? Da geht es noch weiter runter. Warum geht es denn noch weiter runter? Ich speichere mal. Muss ich vielleicht doch nach unten da? Oder komme ich da sogar her? Hä? Warte mal, hä? Okay, wie oft habe ich mich da jetzt rumgedreht? Weil das ist jetzt genau die Stelle, wo wir eben auch schon waren. Ja, es ist irgendwie verwirrend gerade mal. Da ist auch noch ein Kristallchen. Das ist ja blöd. Ich muss mal laden. Ich möchte hier das Leben behalten. Es geht zwar wieder mal gegen meine Prinzipien. Ich lade erst, wenn ich gestorben bin. Aber, naja. Manchmal sind Prinzipien auch ziemlich blöd. Da komme ich nicht hin. Jetzt bin ich gestorben. Hurra! Yay! Nicht, dass ich das wollte, aber es hilft gerade ein bisschen. Okay, also runter geht's da nicht. Hier kann ich hoch. Genau, hier komme ich ja eben her. Muss ich echt da an dem Feuer vorbei? Ist ja unglaublich. Das Spiel mit dem Feuer. Also wortwörtlich hier das Spiel. Wobei das Feuer wechselt sich ja ab. Trotzdem ist die Frage, wahrscheinlich muss ich da drauf gleich. Wie soll man da denn vorbei? Das
Wie schnell soll man da denn bitte vorbeikommen? Also das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Weil ich glaube, ausschalten kann man das Ding auch nicht da. Es wäre komisch, wenn man das ausschalten könnte. Tja. Ich speichere nochmal. Ich hangel mich dann nochmal hoch. Ich ziehe mich nochmal hoch und gucke, was da denn passieren soll. Ob man das irgendwie... Na, austricksen kann man das schlecht sagen hier. Es geht... Nein, nicht hoch. Nein. Wobei, hier geht das. Ich speichere mal. Ich hoffe mal, ich brenne jetzt nicht sofort ab. Okay. Also ganz am Ende stehen hier... Funktioniert? Warum ist es jetzt aus? Hä? Warum ist das jetzt denn aus? Ich mag ja Spiele, wo man Dinge auch logisch erklären kann. Es ist, kann man vielleicht merken hier, es gibt viele Dinge, die man nicht erklären kann hier. Ich meine, klar, es ist nicht notwendig fürs Spiel. Aber manchmal, gerade wenn es so knifflige Momente sind, wüsste ich dann schon gerne, warum das jetzt plötzlich so ist, wie es ist. Vielleicht bin ich da auch nur zu anspruchsvoll. Nochmal Uzimuni, sehr gut. Immerhin das. Und wir konnten dann, glaube ich, rechts hier runter. Genau. Da ist ein Schalter. Was auch immer der macht. Da kann ich auch noch rüber. Okay. Müssen wir jetzt komplett wieder da hoch, wo wir hergekommen sind? Ist das der Plan hier des Ganzen? Es brennt ein bisschen. Das ist ja schön. Gut, jetzt kann man hier hoch. Es ist alles seltsam hier. So komische Räume und Gänge und Geschichten. Ach, jetzt bin ich über... Über welchen Bereich bin ich jetzt hier? Wo man runtergefallen ist, okay. Also da, wo wir quasi gestartet sind in diesem Gang hier. Das ist ja interessant. Da kann man jetzt so da durch die Decke fallen. Natürlich nicht ohne das Medipack und die Munition. Beides sehr praktisch. Auch für die Schrot haben wir jetzt 21 Schuss. Ich muss die mal wieder benutzen hier. Hey! Yo, Alter! Na, oh, Hundi! Was ist das für ein Hund, ey? Die sieht höchst ungesund aus. Also irgendwas muss hier passiert sein. Ich meine, die Kollegen, dass sie mit brennenden Fackeln hier durch die Gegend rennen, ist jetzt auch nicht so der klassische Standard hier. Aber naja. Ich glaube, ich mache an dieser Stelle auch gleich wieder eine kleine Pause. Was ist denn hier? Hä? Automat? Und, hoffe mal, dass das nächste Mal ein bisschen besser funktioniert hier. Ich meine, es ist jetzt so im weiteren Verlauf, eben hat das ja halbwegs funktioniert, aber es ist trotzdem nicht unbedingt so, dass ich sage, wow, hier krass, voll der Knaller, ey. Muss ich jetzt hier den Schlüssel reinpacken? Na endlich, ey. Aha. Aha. Ich werde trotzdem nochmal gucken, ob da links noch irgendwas war. Man weiß ja nie, wann man hier wieder hinkommen sollte. Nicht, dass da noch irgendwas versteckt ist, noch irgendwas rumliegt. Hier hinten, nö, hier ist nichts. Wobei, hier geht's hoch. Aber hier ist verschlossen. Jetzt fährt eine U-Bahn lang, aha. Ich muss sagen, alles, es sieht schon alles ziemlich cool nach, nach der Untergrundgeschichte da in London aus, muss ich ja sagen. Es freut mich ein wenig. Trotz dieser einfachen Grafik, das doch recht ähnlich aussieht hier. Auch mit diesen Durchgängen da. Schon ziemlich cool gemacht. Und wir müssen da rein. Na, auch, dass man hier oben diese Durchgänge mit den Gittern hat. Es sieht tatsächlich da so aus.
Tja, da ist unsere Tür, da müssen wir rein. Das machen wir allerdings beim nächsten Mal hier bei Tomb Raider 3. Ich bin gespannt, was passiert. Ich hoffe es einfach mal, es wird gut. Es wäre schön, wenn das alles ein wenig fluffiger klappen würde hier. Es ist echt nicht unbedingt das schönste Level hier von allen. Bis demnächst.